Salut. On va parler des mots finalement et enfin. Vous allez voir que même s'ils ont un sens assez proche, on ne les utilise pas exactement dans les mêmes situations. Je vous donne un exemple. Vous avez rendez-vous avec un ami français. Waouh, super! Mais je n'ai jamais étudié les mathématiques. Also, wer das angefangen hat. Also wir wurden ja in dieselbe Klasse eingeteilt und dadurch habe ich dann auch gleich sie kennengelernt. Und es war irgendwie so eines dieser Bekanntschaften, wo einfach alles so geklappt hat. Ich wurde halt in ihren Bann gezogen und ich hatte wirklich alles, was man sich vorstellen könnte, alles Negative. Ich habe einfach alles ausgeblendet und in diesem Moment schien einfach alles so simpel und so einfach. Und ich meine, wir alle haben doch mindestens zwei Gesichter. Dann, wenn halt die Sterne einfach nicht, naja, richtig stehen, dann richtet man einfach Schaden an. Vielleicht war ich auch nicht wirklich ganz fair, denn halt eben wie eine Beziehung beruht eine Freundschaft auch wirklich auf gegenseitigem Vertrauen. Und wenn das Vertrauen einfach einmal weg ist, dann gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Als wir angefangen haben, auseinanderzubrechen, ja, es wurde einfach alles anders. Das macht mich schon traurig. Naja, nur ein Wirbelsturm kann einen wirklich so stark und so rasch halt eben verändern. Und in diesem Fall war das halt, naja, Anarchy Boy 247. Das ist einfach eine andere Stimme. Ohne Gesicht im Internet. Er war für sie, was sie für mich war. Am Anfang waren die Textverläufe noch wirklich sehr locker gehalten, sehr simpel und ich hatte so das Gefühl, dass noch Desinteresse von seiner Seite im Spiel war. Aber dann so halt im Laufe der Zeit, oder also 3 Tage, hat sich das Blatt gewendet. Und es war einfach so wie Herz und Seele, naja, verbunden, ne? Aber nicht durch Freundschaft. So was viel Wichtigeres, das war Ideologie. Ich wollte sie ja eigentlich nur retten. Und ich meine natürlich, es waren auch egoistische Gründe dabei, weil ich wollte diejenige sein, die sie rettet. Aber ich meine, ich hätte ja auch nicht wissen können, dass es dafür zu spät war. Meine Erinnerung an das, was an diesem Morgen passiert ist, sind eher verschwommen. Ich meine, ich weiß einfach noch, ich war in der Schule, hatte die Waffe so parat. Sie ist so um die Ecke gekommen und...
Ich bin im Zimmer. Wie ist gelaufen? Ja, nicht so. Ah! Out! Ah! Wir werden die ganze Zeit noch hier erfahren.
sorry, sorry. Sorry, ich muss auf den Bus. Oh, hey, Alessa! Oh, hallo! Hi, wie geht's? Oh, fuck. Ich muss mich jetzt ein bisschen stressen, ich muss schon gehen. Das wahrscheinlich auch. Oh mein Gott, habe ich dir schon erzählt? Ich habe einen neuen Hund bekommen. Oha, ja, warte, da, schau. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Tag 1 erfolgreich gemeistert. Oh. Ein angsteinflößendes Video, Reptiloide und Kantonsschulbaden. Was haben die drei Sachen gemeinsam? Die 18-jährige Kantibade-Schülerin aus Neuenhof Aargau hat uns vor kurzem ein Handyvideo zugeschickt. Das Video ist so skurril, dass wir keine andere Wahl haben, als mehr von der Lina und ihrer Geschichte zu erfahren. Erzählen Sie uns, was ist genau passiert? Also ich bin da, nachdem ich lange nach einem Projekt da geblieben bin, am Abend, wo es schon dunkel war, bin ich da durchgelaufen und habe nachher nichts ahnend in das Fenster geschaut, was jetzt barrikadiert ist. Und habe dort eine unmenschliche Gestalt gesehen, die halt wirklich echsenartig ausgesehen hat. Das ist das Handyvideo von der Lina, von ihrer fragwürdigen Entdeckung. Was denken Sie, was war das? Ganz sicher ein Reptiloid. Können Sie das echt erläutern? Also Reptiloide sind eigentlich Formenwandler. Das sind eigentlich wie Eidechsenmenschen, eidechsenartige Nachfolger von Aliens, die bei uns Macht- und Elitepositionen einnehmen, um eine neue Weltordnung zu erschaffen. Was hat denn so ein Reptiloid an Ihrer Schule gemacht? Also, wie schon gesagt, das sind Reptiloide, die Macht- und Hierarchiepositionen einnehmen. In der Schule wäre das eben Lehrer-Schüler-Verhältnis. Das sind sicher die meisten Lehrer Reptiloide und tun halt uns Schüler mit ihren Brainwashing-Taktiken zu ihren zukünftigen Arbeitsklaven erziehen. Darauf aber erzählt uns Lina von weiteren Beweisen, die sich neben dem Labor befinden sollen. Also hier sieht man, haben die Reptiloide ihr Handlager, wo für sie Lösungen und Mittel herstellt, um die Schüler und das Personal zu kontrollieren. Darum esse ich auch nie etwas in der Mensa oder wärme etwas in der Mikrowelle auf, weil man weiss wirklich nie, wo sie ihre Mittel am Ende tun, um uns zu hypnotisieren. Die
Lina hat nach diesen Ereignissen eine Gruppe gegründet namens Reptilian Resistance Baden, um in ihren Worten für die Menschenrechte und gegen die aufbauende neue Weltordnung zu kämpfen. Wir sind gespannt, ob Lina tatsächlich noch Beweis findet und sie ihre Ziele erreichen kann. Für Tele Mais aus der Kantonsschule Baden, Franziska Schmid. Maybe the stars were a bit brighter. Hey, ich bin Joy. And yeah, there was this one star. It's kind of hanging there, simply. Ich weiß, dass mein Name Freude bedeutet, aber damit kann ich mich nicht immer identifizieren. Ich bin ein ganz normales Mädchen und gehe kein Tivettige. Ich habe meine paar Kolleginnen und eine Familie. Sie nerven manchmal, aber eigentlich sind sie voll okay. Doch etwas, was mich ausmacht, ist der Sport. Er begleitet mich schon mein ganzes Leben. Genau gesagt mache ich Leichtathletik und trainiere auch fast täglich dafür, seit ich 5 bin. Klingt fast perfekt, oder? Joy, kommst du endlich? Ja, komm gerade. Seit einer Weile sind die Leute nicht mehr so zufrieden mit mir. Mein Lehrer. Alles zu viel und ich kann nicht mehr mithalten. Es tut mir leid. Versuchen Sie es zumindest. Meine Kolleginnen. Joy, wo bist du gewesen? Ich meine, warst du dir mal müde gewesen, oder was? Sorry, es ist mir im Moment einfach alles zu viel. Oh mein Gott, same. Ich habe gestern so einen Mental Breakdown gehabt. Ich muss dir alles davon erzählen. Immer noch nicht wirklich verstehen, wie ich mich fühle, aber ich versuche, die Hoffnung nicht zu verlieren. Und du, Joy? Es ist immer noch schwierig und ich habe immer noch Gedanken. Aber ich glaube, meine Eltern und meine Kolleginnen haben jetzt mehr Verständnis und es wird besser. Wir haben als Organisationskomitee von der Kantivettingen als pflichtbewusste Schüler und Schülerinnen eine gewisse Verantwortung für unsere Schule. Und auf gut Deutsch trittst du das einfach mit Füßen. Du weißt doch, du weißt genau, wieso ich letzte Woche... Wir wollen gar nicht wissen, was für eine Ausrede du heute parat hast. Und wo du weg warst, haben wir uns übrigens auf etwas geeinigt. Genau, da Sonafé letztes Jahr nur in eingeschränkten Rahmen und vorletztes Jahr gar nicht können stattfinden konnte, haben wir uns dazu entschlossen, das in 3 Wochen nachzuholen. Und für dich, Ari, haben wir eine ganz besondere Aufgabe. Das wäre in 3 Wochen und wir brauchen noch ein DJ-Pult. Und du sorgst für das. Hey, ich könnte mich einfach mal. Jedenfalls. Schau, schlussendlich muss ich jetzt mein ganzes Ersparte für das scheiß DJ-Pult ausgeben. Das ist ein Hurendreck. Ja, verstehe ich, Bro. Aber ich hoffe, sie spielen dann wenigstens geilen Sound. Was, Mann?
Ja, ich muss DJ-Pol besorgen für das Frühnaffee von unserer Schule. Ich kann dir das besorgen, wenn du willst. Ich kann dir noch so eine Rechnung mit einem machen. Wie meinst du jetzt den? Hey, scheißegal, musst du nicht wissen. Aber spätestens mir dafür mal einen Bubatz, hä? Ja. Also, ciao, ciao. Und wer ist das? Das ist mein Freund. Was ist mit dir passiert? Ja, ich war DJ im Werk am Samstag. Aha. Ja, und ich bin von drei Typen zusammengeschlagen worden. Okay, aha. Ja, und sie haben mein DJ-Pult mitgenommen. Sie haben was mitgenommen? Sie haben mich zuerst vermöbelt und nachher ja, haben sie mein DJ-Pult mitgenommen. Scheiße. Was ist?